Das ist gut. Ja, wie man sieht, ist der LKW noch im Aufbau und ist noch nicht die endgültige Phase, wo er fertig ist, aber naja, gut. Er macht ja jetzt schon was her. Ja. Ist halt alles nicht so einfach, das alles unter einen Hut zu kriegen hier. Und ja, Orange wird wahrscheinlich noch nicht meine endgültige Farbe sein, weil es drückt bei mir ja jetzt schon in die Ohren. Ja. Aber gut, das können wir dann in Frankfurt auch noch weiter entscheiden, wie wir den verändern. Wie gesagt, es tut mir erstmal leid, dass die letzte Tour, die ihr vielleicht schon gesehen habt, nicht ganz geklappt hat, weil ich habe die vorigen Aufnahmen irgendwie gelöscht. Ich bin irgendwie drauf gekommen, keine Ahnung, wie das passieren könnte. Und ja, dann habe ich erstmal so ein Gesicht gezogen wie... So ungefähr. Hätte ich mich dann fast 3 Stunden nur in den Arsch gebissen. Ja, fahr doch nun mal zu mit deiner Bumskiste. Danke. So, ja, ist alles nicht so einfach hier. Auch hier mit der TSM-Map, da geht halt nicht mehr jeder Mode. Ja. Nee, das stimmt. Da muss man schon ein bisschen gucken, was kompatibel ist. Und ja, nebenbei möchte ich mich noch bedanken für die ganzen zahlreichen Klicks. Auch bei den letzten Videos, die jetzt leider im Arsch sind. Aber ja gut, es kommen noch viele, viele Videos, liebe Freunde. Das soll, daran soll es nicht scheitern. Ja, auch bei Facebook habe ich deutlichen Klickzahlen bekommen. Das freut mich sehr. Wenn ihr vielleicht Lust habt, mal hier mitzumachen, dann könnt ihr uns ja mal anschreiben und wir regeln das mal so. Genau, dann könnt ihr nämlich mit in den Funkraum und dann passt das. Ja, der zurzeit ein bisschen unter Störung liegt, man hört ja. Aber auch das wird verbessert. Es ist halt bloß Maschinen. Das ist Technik, die kann auch mal kaputt gehen. Ja. Wenn sie nicht kaputt gehen würden, da wird man nämlich nichts zum Fahren haben. So, ich habe jetzt eine Tour gefunden. Ich fahre nach Polen. 20 Tonnen Lebensmittel. 20 Tonnen Lebensmittel, das klingt gut. Und da 423 Kilometer vor mir. Okay, sieht gut aus. Ja, Freunde, also wir müssen heute nach Frankfurt. Ich weiß aber nicht, ob wir es heute schaffen, auf den Frankfurter Flughafen zu kommen. Das würde mich natürlich freuen, weil das ist der absolute Knall. Ja. Also wer da wirklich den Gedanken hatte, den Flughafen dahin zu setzen, der hatte echt was in der Birne. Jetzt ehrlich gesagt. Ja, nebenbei hört man noch unseren V8. Mit unseren Gabelstapern, die wir hinten drauf haben. Ja, ich bin noch nicht mal auf der Autobahn, ich habe schon Stau. Und... Ja, also wie gesagt, also es tut mir echt leid, ja, ihr habt euch bestimmt gewundert gestern oder ich weiß ja nicht, wann ihr die Folge jetzt seht, warum die Videos nicht da waren, die ihr eigentlich angucken wolltet. Ja, ich konnte sie nicht mehr zurückholen. Es gab keinen Papierkorb, wo ich einfach wieder rausziehen hätte können. Wenn sie weg sind, sind sie weg. Das ist leider so. Das ist wie mit einer guten Frau. Mit einem guten Wein, wenn er schmeckt. Wenn er weg ist, ist er weg. Ja. Und ja, dafür machen wir heute mal hier so eine kurze Runde, so eine Inlandsrunde von Dresden nach Frankfurt. Hoffentlich auf dem Flughafen, würde mich natürlich freuen. Und wir bringen ja hier, wie viel Gabelstapler bringen wir denn hin? 4 Gabelstapler. Basti, brauchst du keine auf Arbeit? Nö, wir haben einen. Ja, wir sind gerade hier auf der A4 und werden hier mal nicht so besoffen fahren. Werden hier mal in ordentlichen Gang zulegen. Ja. Wie gesagt, ich habe jetzt mal einen Schnelldurchgang, weil ich musste ja jetzt noch eine Folge machen.
habe ich mal so grob meinen LKW aufgebaut und ich finde, er ist ja jetzt schön hübsch, aber er wird definitiv nicht orange bleiben. Außer ihr sagt mir mal ungefähr, was für eine Farbe ihr gerne haben möchtet. Dann könnte man das auch. Schreibt alle bitte, er soll lila werden. Lila? Wenn ihr sagt, dass er lila werden soll, dann mache ich den lila. Ist überhaupt kein Problem. Außer pink, den mache ich nur nicht. Ja. So, man sieht schön, da ist schön ordentlich PS unter der Haube. Aber wir sind ja noch im Aufbau. Einen Duftbaum haben wir auch drinne. Hast du das auch, Basti? Nö, ich habe eine Kasanik bei mir drin. Oh, die Deutsche Post will mich wieder nicht reinlassen hier. Upsa. Ich hätte fast einen Hasen überfahren. Haben wir uns verdrückt gehabt? Einen Hasen? Hier gibt's ja, ich hätte hier fast einen Hasen überfahren. Hier gibt's zwar auch Tiere drinne. Ja. Okay. Cool. Habe ich gar nicht gewusst. Ja, meine lieben Freunde, also wie gesagt, also wenn ihr gerne eine Idee habt, wie unser LKW aussehen soll, von der Farbe her, könnt ihr uns das gerne unten in die Kommentare schreiben. Bei Facebook, in die Facebook-Gruppe oder bei Twitter oder beim Basti oder auch, ihr könnt mir auch einen Brief schreiben, so ist es nicht. Ihr könnt mich auch anrufen. 990. 6 mal die 6. Oh, bad. Ja, da fehlt hier noch ein bisschen, ne? Aber er hat mir schon geschrieben, oh, dass ich hier einen neuen Grafik-Chip bekommen will. Grafikkarte. Ah. Deswegen kann er leider nicht dabei sein. Ja, ich habe ihm vorhin schon geschrieben, weil ich halt den Fehler hatte hier mit dem Mod. Ich habe. Robert, ich habe ein Problem. Ich baue gerade meinen Rechner. Ich sag alles klar. So, ey. Ach, die hat es mal mitgekriegt, dass die Autofahrer hier keinen Plan haben zum Fahren. Ja, mein Stau ist zum Glück vorbei. Ich kann jetzt ein bisschen schneller fahren. Ja, dauert halt länger und fährt auch schon wieder neben uns. Und wir tuppeln hier mit einem tollen LKW, mit toller Ladung Richtung Frankfurt, hoffentlich Airport. Und ja, dann werden wir da weitersehen. Da mache ich wieder meine Pause, so wie ich das gehört. Mir ist jetzt schon der zweite amerikanische Berg vorbeigefahren. Okay. Ja, zumindest werde ich sogar mal meine Sonnenblende hier vorne nochmal ändern. Weil die stört mich schon ein bisschen. Komm, fahr raus. Oder so. So, Mensch. Wie ist das Wetter bei dir? Sonnig und leicht büffelt, so wie es sich gehört. Okay. Naja. Mein Gott, ist das eine blöde Technik heute hier. So. Hier ist schon das Flughafenzeichen. Also wir sind bestimmt bald am Frankfurter Flughafen. Fahren wir schon mit einer neuen Chin. Gewicht haben wir ja nicht gar keins, 15 Tonnen. Ist ja nix. Und ja. Noch 198 Kilometer. Immer noch. Das ist gut. Ich muss noch
378 Kilometer. Werden wir gleich mal hier zur Tankstelle fahren, mal rausfahren. So, klack. Ach Mensch, ich muss mal die Maus woanders hin tun. Das ist blöd heute. Jedes Mal. So, dann werden wir mal gucken, dass wir hier mal einen schönen Parkplatz finden, wo wir mal kurz eine gute Pause machen können. Ja, EU-Logistics, hier steht wohl der Robert. Hier steht wo der Dragon und macht hier Pause. Muss ich doch gleich mal daneben fahren, mal sehen, vielleicht irrt er so. EU-Logistik, guck mal an die. Die machen nur Pause, die Hunde. Ah, das scheint wohl der Robert zu sein. Jawohl. So, dann werden wir mal kurz hier einen Cut machen, dass ich mal kurz eine rauchen kann, ne? Oder eine drehen kann. Und ein guter Berufskraftfahrer muss ja auch mal seine Pause machen, ne? Ich musste gerade eine Notausweichung machen. Ja. Wir starten. Vor mir war gerade ein kleiner Transporter, der die Einfahrt, die kriegt so lange mitten auf der Autobahn stehen. Mhm. So, wir werden weiterfahren Richtung Frankfurt. Ja, hier ist frei, also dann ziehen wir durch. Ja, die Sonnenblende hier vorne werde ich nochmal verändern. Die ist wohl schön, aber die stoppt mich schon ganz. Also ich werde da wahrscheinlich mal eine kleinere dran machen. Ja, willkommen in Hessen. Noch 2 Stunden, dann haben wir es geschafft. So, Radarfalle. Hier ist eine Baustelle, ja, es stehen nur gerne Blitzer. So, und ihr seht, es ist nicht mehr so weit. Frankfurt steht schon dran. Und ich werde dann mal nach Ort in Frankfurt nochmal einen Werkstattmeister anrufen. Ja, dass ich nochmal schnell vorbeikomme. Und da müssen wir nochmal ein bisschen was verändern hier. Oder Basti? Ja, schönes Lila oder so. Und ich fahre schon wieder einen Stau. Ein Stau. Heute bist du wohl der Schlechteste, der da zu hören ist, hä? Sonst bin ich ja immer das. Ja, das ist billig, aber auch 2 Rechner. Heute bin ich mal der Lautste, hä? Hä? Horsti, my friend. Hä? Ah, jetzt weiß ich, warum das so schaurig wird. Die fahren gerade in die Tonne. Okay. Komm, lass mich mal rein mit deinem Transporter. Ey! Ja, da wird wieder gehupt. Mein Gott. Meine Maus. Da steht bestimmt wieder weg. Meine Maus liegt heute nicht so gut. Immer wenn ich blinken will, komme ich auf die Maus und dann guck mal erstmal in den Himmel. So ungefähr. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich auch für die zahlreichen Nachrichten bei Facebook. Ja, leider konnte ich sie nicht gleich alle beantworten, weil ich bin nicht meistens bin ich am Tag gar nicht dran. Meistens beantworte ich dann immer alles abends. Das
ist halt so. So, Basti, wir sind in Sauerland. Und ich bin gleich in Polen. Da sind die Leute sauer. So. Ja, 15 Minuten sind auch schon wieder vergangen. Rucki zucki geht das hier. Und werden uns da mal nach Frankfurt pirschen. Mal sehen, was wir alles so sehen. Ob wir vielleicht am Airport ankommen, abladen müssen. Ja, 13.12 Uhr haben wir es. Und 21 Grad, ist gar nicht so schlecht. So. Ja, dann werden wir wahrscheinlich noch mal gucken, was wir als nächstes fahren. Ich werde mal so sehen, dass wir vielleicht mal so in den französischen oder in den spanischen Raum kommen. Oder vielleicht auch mal nach Dänemark. Das werden wir dann so grob entscheiden. Und oder ich mache es ganz anders. Ich werde euch die Liste zuletzt zeigen und ihr beantwortet sie mir unten in die Kommentare oder bei Facebook, wo es als nächstes hingehen soll. Ist das ein Deal? Ja, gutes Deal. So habt ihr auch die Möglichkeit hier mit zu agieren. Also wie gesagt, ich werde euch die Liste zeigen. Und ihr schreibt sie mir einfach bei Facebook oder bei YouTube unten in die Kommentare rein und so wird das dann gemacht. Aber bitte schreibt sie mir rechtzeitig schnell, weil ich muss ja auch die Aufnahme noch machen. Ja. So, wir fahren jetzt gerade wieder auf die nächste Autobahn. Ja, da werden wir es nämlich so machen, die Stadt mit den meisten Stimmen gewinnt dann. Aber bitte schickt mich nicht nach Polen. Lol. So, wir haben es jetzt gleich geschafft. Wir haben bloß noch 43 Minuten bis dahin. Sieht alles sehr, sehr gut aus. Und werden da mal schön entladen. Und ja, wie gesagt, ich stell dann die Liste rein. Ich zeige es euch und ihr könnt dann grob entscheiden und die Stadt mit den meisten Stimmen gewinnt und dann fahren wir dann als nächstes hin. So. Ich muss mal ein Stück aus der Kaffeetasse nehmen. Prost. Prost. Ja, reden macht durstig. Weißt du, was der Vorteil ist, wenn ich in Russland bin? Nee. Ich kann sogar während des Fahrens Wodka trinken. Lol. Das ist nicht erlaubt. Hört ihr das? Das schneide ich raus. Lol. Nein. So, ich kann jetzt mit Glück sagen, ich bin in Frankfurt. Und wenn wir jetzt vielleicht nicht gleich am Flughafen sind, dann könnt ihr ja mal gucken mit eurer eigenen TSM-Map, wenn ihr die habt. Ja, ich würde mich nämlich freuen, wenn ich jetzt nicht am Flughafen rankomme oder so. Vielleicht stoppt man ja von da, oder? Aber wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ich entscheide, oder ihr entscheidet, wo es als nächstes hingehen soll in Europa. Theoretisch müsstest du noch ein Foto machen von der Karte, damit die Leute besser entscheiden können. Ja, das können wir nur gerne machen. Also da hast du recht. Also die Grafik kann ich euch gerne abfotografieren, die werde ich dann bei Facebook gerne veröffentlichen. Da hast du eine sehr, sehr gute Idee gehabt. Weil ich sag ja, wo sollen die Leute wissen, wo du hinfahren kannst, ne? Richtig. Das machen wir. Ja, wie gesagt, also ich stelle die Liste dann auch noch als ja, Bild rein. Und da habt ihr dann eine bessere Übersicht, was überhaupt ist, wie viele Tonnen da bewegt werden, wo es genau hingehen soll, welche Uhrzeit und. Ja, wie gesagt, für die letzten Aufnahmen tut es mir echt nochmal leid, aber ich kann es jetzt leider nicht mehr ändern. Aber dafür haben wir jetzt mal nochmal einen Neuanfang und ihr könnt sogar entscheiden. So.
Wir sind leider nicht am Flughafen. Oder? Nein, das ist bloß die Skyline von Frankfurt. Die musste ich jetzt gleich mal fotografieren, weil die so schön ist. Die ist wunderschön. So, lass mich bitte rüber. Auch ich habe ein Recht, rüber zu kommen. Ja, wie gesagt, also sehr, sehr schöne Grafik hier. Ich kann ja nicht meckern. Gut, viele Modes funktionieren hier nicht, aber das müsst ihr dann selber ausprobieren. Ich habe auch meine Probleme damit gehabt. Basti auch. Ja, das ist. Ach, ist das herrlich hier. Der Blick auf die Skyline. Meine Fresse. So, hier vorne ist schon die Firma. Also im Flughafen werden wir heute leider nicht erreichen. Aber dann vielleicht beim nächsten Mal oder beim Laden. Ihr entscheidet. So. Ja, warum haben wir einen Blinker an? Gute Frage. So, das ist eine, was ist denn das, eine Baustelle oder was ist das? Nee, nicht eine Baustelle. Ein Holzhof. Das kann gut sein, dass die neue Stapler bekommen. John Drie, ich weiß gar nicht, dass sie jetzt schon Holz verkaufen. Gut, der lässt uns rein. Perfekt. So, da stehen schon 4 Gabelstapler. Guckt ihr das an. Also die kriegen hier Masse. Masse über Masse. Die Gabelstapler, die da stehen, sind kaputt. Das könnte natürlich auch sein. Viel ist möglich hier. So, werden wir uns mal ein bisschen gerade noch hinstellen. Und da, das war die falsche Seite. Ja, Off-Flieger von Jens Oss kenne ich leider nicht. So, wir stellen die jetzt mal noch perfekt hier hin. Und gucken da mal, dass wir die Liste fotografiert kriegen. So, perfekt, liebe Freunde. Dann gucken wir mal, was wir verdient haben. €24.226. Ist das nicht gut? Ja, und ich bin gerade durch die Mahnstation gefahren. Mhm. So, meine lieben Freunde, hier ist die Liste. Ich werde sie für euch abfotografieren. Erstmal, ach nee, wir müssen erstmal entscheiden. So, Frankfurt. Das ist, das sind 3 Seiten, also ihr habt volle Auswahl. 1, 2, 3. So. Damit habe ich die Fotos, die werde ich bei euch für euch ins Facebook setzen. Auf meinem Profil und in der DLP-Profilgruppe werde ich die veröffentlichen und ihr habt die volle Möglichkeit darüber zu verwalten, mir zu sagen, wo es als nächstes hingehen soll, hier bei unserem Kanal. Und ja, da bedanke ich mich bei Daniel, siehst du, Daniel geht mir nie aus dem Kopf, beim Basti. Ja, tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dann geht wieder alles bei dir und Dankeschön. Bitte.